Toriel ist eine relativ ungewöhnliche Konstellation. Aus einer Werbeagentur bin ich der Geschäftsführer und einem ehemaligen Kunden aus dem Verlagswesen, der damals auf uns zukam und sagte, zeig mir doch bitte mal die Zukunft des Journalismus im Internet und was ich da an Start-up-Aktivitäten machen kann. Eine sehr globale Anforderung, die dann dazu geführt hat, dass aus einem Agentur-Kunde-Beziehung ein Startup geworden ist, wo sich eben zwei Investoren, in dem Fall eben wir und unser damaliger Kunde, für dieses Projekt Toriel jetzt einsetzen. Die Idee ist am Ende ganz einfach. Wir haben gemerkt, das Internet hilft den Journalisten heute natürlich schon unglaublich viel. Man kann gut recherchieren und man kann mittlerweile auch schon leidlich gut publizieren. Reden wir nicht über, dass man noch nicht viel Geld damit verdient. Aber wir haben gemerkt, dass genau zwischen diesen beiden Polen eigentlich der eigentliche Arbeitsprozess, den ein Journalist tagtäglich machen muss, dass der eigentlich noch überhaupt nicht supportet oder unterstützt wird vom Internet. Nein, wir haben natürlich gar nichts fertig. Wir haben ja viel gelernt. Wir haben gelernt, dass man im Internet nie was fertig haben kann und dass man auch mit der allerbesten Vorbereitung, und die allerbeste Vorbereitung heißt für unser Projekt, dass wir wirklich in unser Team Journalisten jeglicher Couleur mit einbezogen haben aus den unterschiedlichsten Medienbereichen. Die haben wir sehr, sehr intensiv befragt und haben jetzt praktisch eine Art Startkonfiguration für Toriel, mit der wir eben loslegen wollen. Und die ist eben genau so aufgestellt, dass wir dieses Gap zwischen Recherche und Publikation, wir nennen das eben der digitale Arbeitsplatz für Journalisten, dass wir den anbieten und mal sehen, wo wir rauskommen. Einmal das täglich Brot. Toriel ist die cloudbasierte Software, in der ich alle Medientypen, ob Text, Video, Audio, Foto, in meine Arbeitsmappe praktisch aufladen, verwalten und archivieren kann. Das ist noch nicht das große Innovative, das ist praktisch ein Vorteil, damit bin ich schneller, effizienter, vielleicht etwas sortierter. Der Prozess wird dann interessant, wenn praktisch die Möglichkeiten, die neuen Möglichkeiten des Internets dazukommen, die sozialen Möglichkeiten. Und so suche ich mir einfach über Toriel praktisch agile Redaktionen, Leute, die vor Ort sind, die Zugang zu den Leuten haben, die mir dann praktisch O-Töne, Fotos, Texte liefern können, mit denen ich eben temporär gemeinsame Projekte entwickle. Das ist eigentlich die Vision, dass man sagt, wir ermöglichen, nicht nur die Arbeit effizienter zu machen, sondern am Ende vielleicht sogar die Arbeit auch noch werthaltiger zu machen über Toriel.